Ja, hallo liebe Schrauberfreunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Patrick Modellbau für den Erbau des Ghostbusters Actor One Ausgabe 26 und damit die letzte Ausgabe für Abo-Lieferung Nummer 8 aus dem UK ist heute dran. Aber keine Sorge, wir haben noch einiges zu tun heute in der Ausgabe 26. Nicht, dass es jetzt zu langweilig wird heute. Letztes Mal haben wir diese Konstruktion gebaut. Der Lüfter ist an diese Konstruktion mit angebaut worden, beziehungsweise haben wir das Ganze erstellt, Hupe ist mit angebaut und so weiter und so fort. Dieses Bauteil wird jetzt noch weitere Details bekommen in der heutigen Ausgabe und wird dann, wenn es fertig ist, auch dann schon am großen Modell oder am großen, an unserem eigentlichen Auto dann mit befestigt. Darauf könnt ihr euch freuen, also einiges zu tun und optisch wird unser Actor One dann auf jeden Fall wieder einiges, wird sich optisch am Actor One auf jeden Fall einiges dann verändern. Freut euch drauf, legen wir los mit der nächsten Ausgabe, mit der vierten und letzten Ausgabe von Abo-Lieferung Nummer 8 aus dem UK. Da haben wir sie, das heißt, den können wir uns dann bald zur Seite legen. Ausgabe Nummer 26. Ja, weiter geht's im Text mit der nächsten Ausgabe. Nummer 26 ist dran, da könnt ihr es sehen. Nummer 26. Und wieder tonnenweise Schrauben sind mit dabei, habe ich schon mal aufgereiht. Und die Teile, die alle gleich miteinander verbaut werden wollen. Unter anderem an dieser Konstruktion und dann erfolgt der Einbau an unserem großen Modell. Aber zuerst einmal brauchen wir diese. Wir haben zwei Kabels mit bei, zwei und mehrere Kleinteile, wo, glaube ich, dann auch Kabel angesetzt werden, so wie es aussieht. Dann, ja, Leitungen an sich, dann Teile für das Ölreservoir, die Batteriebox, da sieht man sie schon, das wird die Batterie dann sein, die bekommen wir bzw. wird zusammengesetzt, alles aus Plastik, glaube ich, zumindest die Teile, die wir bekommen, sind alle aus Plastik, aber wir haben auch ein paar Metallschrauben, weil wir das Ganze gleich noch in Metall, ja, schrauben werden, auf jeden Fall. Sieht aus wie Sau hier, alles von riesen Plastikblistern, alles voll. Ich hole euch mal ein Stück näher ran, würde ich sagen. Ich hoffe, das klappt so. Wäre natürlich nicht schlecht. Zit. So, klappt, wunderbar. Ja, es geht los. Eben aufschlagen, nicht das falsche Bau. Mit der Control Box, die zusammengebaut werden soll. Da brauchen wir ja auch schon diese... Genau, diese Platte, die man erkennen kann, dass in den Ecken ganz, 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 ganz kleine Löcher sind, aber nur als Dekoration, glaube ich. Ja. Und dann, wo ist sie? Das ist hier, die andere Seite davon. Die Teile werden zusammengesteckt. Zack. Und dann haben wir hier zwei Schraublöcher, wo das Ganze fixiert wird, mit zwei DP-Schrauben. Machen wir doch glatt. Geht auch locker flockig von der Hand. Zwei Schräubchen einmal durch. Und fest ist es. So. Fest auf jeden Fall. Und dann wird das Teil auch schon eingebaut an unserer großen Konstruktion. Und zwar auf dieser Seite nicht, aber hier haben wir auf jeden Fall die beiden Verbindungspunkte, diese beiden Löcher, wo das Ganze zusammenkommt, beziehungsweise hier zwei Schraublöcher und einen Pin. Das ist nämlich das für das kleine Loch hier an der Seite. Und die Schraublöcher sollen jetzt hier in dem Fall auch nach unten zeigen. Wird dann immer von einer Seite eingesetzt. Und dann von der anderen Seite hier verschraubt mit zwei IP-Schrauben. Wo sind sie? Da sind sie. Dann haben wir das auch. Vorausgesetzt, der Schraubendreher macht mit und lässt die Schraube an Ort und Stelle. So. War ein bisschen zu fest, jetzt bewegt sich das gar nicht mehr. So. Besser ist.
Dann noch die andere Schraube durch. So, da ist verschraubt und das Teil sitzt mit dran. Gut, haben wir. Und dann geht es weiter mit der Batterie. Da brauchen wir auf jeden Fall diese beiden Teilchen, die zusammengesteckt werden. Müssen wir da gucken, ob, wie rum das ist, oder sind die exakt baugleich? Ich glaube, die sind baugleich. Ja, dann ist, glaube ich, egal. Na, doch nicht. Ah, okay. Hier ist ein ganz kleiner Zapfen dran. In der Mitte könnt ihr den erkennen. Da ist er. Das Gegenstückchen, eine kleine Kerbe, ist hier auf der Platte drauf. Deswegen geht es tatsächlich nur in eine Position. Okay. Und wird von unten ebenfalls mit zwei DP-Schrauben verschlossen. Lässt sich alles wunderbar leicht schrauben, weil alles aus Plastik ist wieder. Gut, sitzt zusammen. Sehr schön. Und dann wird auch die Batterie angeschraubt. Auf der gleichen Seite, jetzt aber hier, ist ja noch so ein freies Fach. Da haben wir hier auf dieser Platte, wie man sehen kann, verschiedene Punkte. Einmal zu entweder drei Löcher und zwei Pins. Das Gegenstück mit fünf Löchern haben wir hier. Greift alles ineinander. Da und da greift das zusammen. Und auf der anderen Seite das Gegenstück, drei Schraublöcher, wo auch jetzt drei Schrauben durchkommen, drei IP-Schrauben wieder, um die Batterie dann zu befestigen. Einmal. Zweimal. Und die dritte. Gut. Und damit sitzt die Batterie auch mit dran. Gut, haben wir. Dann brauchen wir noch das Ölreservoir. Ölkanister, der zusammengesetzt wird. Hier oben kommt erstmal da, auf diesem. Auf dieses Loch kommt einmal der kleine Pin mit drauf und der Verschluss, kann man sagen, wo auch drauf steht Oil. Der kommt mit drauf. Steht auch so ein bisschen ab, okay. Und wird jetzt einmal hier reingeschraubt von unten mit einer EP-Schraube, damit der an Ort und Stelle bleibt. Toll, wenn der sich mitdreht. Ja, jetzt sitzt er mit dran. Und von unten kommt noch mal eine Abdeckung drüber, geht nur in eine Position. Und wird hier auch mit einer DP-Schraube wieder fixiert. Ja, verschiedenste Schrauben für verschiedenste Bauteile. Machen wir aber alles so, wie es in der Anleitung steht. Gut. Auch mal eben schnell den Kanister fertig gebaut. So, als nächstes muss ich mir mal eben wieder den großen Wagen herholen, unser Ecto One an sich, weil jetzt geht es an den Einbau sowohl von dieser vom Ölkanister als auch von dieser ganzen Konstruktion. So, zuallererst soll auf diesen beiden Zapfen, die wir hier noch haben, so wie das aussieht, genau, das Ölreservoir angesetzt werden. Das soll ja nach innen zeigen, wird so aufgesetzt und wird auch dann fixiert
mit zwei Schrauben, beziehungsweise hinten soll eine DM, vorne eine EM-Schraube rein. Na gut, machen wir. Hinten einmal DM. Richtig, richtig. Und vorne eine der EM-Schrauben. Wahrscheinlich, weil das Stück da ein bisschen ja, höher liegt. So, damit ist sie dran. Da haben wir sie. Und jetzt geht es ans Eingemachte, kann man schon sagen. Denn jetzt erfolgt der Einbau von der ganzen Front. Wo haben wir sie? Da haben wir sie. Diese hier wird jetzt nämlich eingebaut. Die wird hier hinter dem Ölreservoir eingesetzt. Hier sind zwei kleine Pins, zwei kleine Löcher an der Bodenplatte. Und hier sieht man zwei kleine, kann man vielleicht erkennen, da wo mein Finger gerade ist, da einmal, waren sie genauso, zwei Pins. Diese Seite, die jetzt Batterie und Control Box und diesen noch freien Rahmen hat, das soll alles jetzt nach vorne zeigen. Und jetzt müssen wir nur darauf achten, hier haben wir hier am Motor zwei von den Generator Verbinder, Generator Plugs, diese hier, einmal hier oben, einmal unten, die müssen jetzt in den Lüfter greifen. Hier haben wir zwei Löcher, einmal hier oben, einmal hier unten, die müssen da exakt mit reingreifen. Das mache ich eben hinter der Kamera, weil es ein bisschen Fummelei wird, denke ich mal, und dann seht ihr gleich das Ergebnis. So, die Wand ist dran, beziehungsweise noch nicht fest montiert, aber zumindest alle Verbindungspunkte sind dran. Hier kann man auch sehen, zumindest einmal das obere Stück, vielleicht sieht man das, dass dieser Schlauch dieser hier mit reingeht. Er ist nicht hundertprozentig fest, aber wird gleich auf jeden Fall ein Stück fester, das Ganze. Und zwar werden jetzt einmal von links und von rechts das Ganze an Ort und Stelle gehalten. Und zwar mit zwei EM-Schrauben wird die ganze Wand dann ja, in Position gehalten. Und mal eben gucken, dass wir die richtige Position treffen. Da wird das gewesen sein. Das hört sich so schon danach an. Einmal. Bevor ich das Ganze jetzt umdrehe, versuche ich einfach mal stehend das Ganze umzubauen. Beziehungsweise so zusammenzuschrauben, meine ich. Ist doch blöd, über Kopf zu schrauben. Okay, damit es leichter geht, mache ich das einmal in Öl. Wenigstens dieses Teil. So, damit sitzt das dran. Diese ganze Front, sehr schön. Haben wir gemacht. Jetzt soll dieser kleine Schlauch, den wir letztes Mal angesetzt haben, an einen Part der Control Box, der Junction Box, der Junction Box angeschlossen werden, und zwar das, was jetzt hier nach außen zeigt, seht ihr gerade leider gar nicht, aber der soll da angeschlossen werden. Da brauche ich auf jeden Fall eine Pinzette für, weil sonst wird das nichts. Ist schön, wenn das da in diesem Bereich tatsächlich sehr eng ist, wo man das Teil aufstecken soll. Ja, haben wir getan. Sitzt auch. Ja, sitzt auf jeden Fall. Dann sollen noch diese silbernen Nupsis, die wir noch haben, mit eingebaut werden. Diese drei haben wir noch. Jetzt brauchen wir erstmal das flache Teil. Das kommt nämlich, so wie das aussieht, einmal hier oben drauf und wird mit einer EP-Schraube fixiert. Der kleine Pin für wahrscheinlich wieder für eine Leitung, der soll nach vorne zeigen. Haben wir auch gemacht. EP-Schraube soll es sein. Okay. Na gut, wir haben auch hier den Radkasten als Plastik. Dann macht es Sinn. Ich hoffe, man kann es sehen.
einigermaßen. Da sitzt er mit dran. Haben wir getan. Dann sollen diese beiden silbernen Nupsis, die ich gerade gezeigt habe, jeweils mit einer Leitung versehen werden, die wir bekommen haben. Diese beiden. Okay, verstanden. Kriege ich das so hin, per Hand? Ja, geht auch. Sehr schön. Wird noch geschraubt. Ich glaube, es wird nicht mehr geschraubt, sondern nur zusammengesteckt. So. Die beiden Teile sitzen dran und werden jetzt auf der Batterie mit angesetzt. Egal welche, glaube ich, die sind exakt identisch, genau. Eins hier vorne, eins an der Seite, eins hier vorne, eins an der Seite. Mit eingesetzt, ein Kabel zeigt dann, beide Kabel zeigen dann nach hinten. Zumindest eins direkt nach hinten. Wird da einmal eingesteckt. So, das andere zeigt jetzt erstmal nach da, wird aber gleich gebogen. So. Diese Leitung, die jetzt hier rumschwebt, soll hier an das kleine Stückchen mit ran, was wir gerade angebaut haben. So, haben wir. Und die andere Leitung, hier ist noch eine ganz große, die ist noch gar nicht in Einsatz hier irgendwie. Naja. Stört gerade so ein bisschen. Naja. Die soll an, ach so, an das andere Ende der Junction Box mit dran. Pummelei. Pummelei funktioniert aber trotzdem. So. Damit könnt ihr das Ergebnis auch einmal vom Namen sehen. So sieht das Ganze jetzt aus und eben die Front mit eingebaut. Ja, und damit ist dieser Bereich erst einmal abgeschlossen. Das ganze Teil sitzt mit dran, hat sich jetzt auf jeden Fall wunderbar schön entwickelt schon. Das war der ganze Schritt für die Ausgabe Nummer 26 und damit auch der letzte Schritt für die Abo-Ausgabe Nummer 8. Alle vier Ausgaben sind verbaut, aber natürlich lasse ich euch nicht gehen, auch wenn es jetzt wieder ein paar Tage dauert, bis es weitergeht hier, lasse ich euch natürlich nicht gehen ohne Einblick, wie es in den nächsten vier Ausgaben weitergeht. Ja, Ausgabe 26 ist verbaut und mit ihr die Front, kann man sagen, des Motorraums. Ja, das haben wir alles soweit fertig und ja, damit ist wie gesagt die Abo-Ausgabe Nummer 8 abgeschlossen. Und das heißt, es dauert wieder ein bisschen, bis die nächsten Ausgaben kommen. Wann genau, kann ich nicht sagen, wann die Abo-Ausgabe 9 kommt bei Eagle Moss. Wenn sie kommt, werde ich da aber natürlich dann direkt zuschlagen und mir sie ordern, damit ich natürlich weiterbauen kann und ihr auch die nächsten Videos dann sehen könnt. Aber wie gesagt, ich lasse euch nicht gehen ohne einen Blick, zumindest auf die Bilder der nächsten Bauteile für Abo-Ausgabe Nummer 9. Da ist sie. Und zwar sind das die Bauteile für die nächsten vier Ausgaben, 27, 28, 29, 30. Das hier wird der hintere Bereich, nenne ich es mal, die hintere Wand des Motorraums sein, die den Motor dann komplett einschließen wird. Das wird in der 27 Thema sein. In der 28 und 29 geht es an den Bau der Auspuffrohre, die einmal von vorne komplett bis nach hinten gehen werden. Interessante Form, wie die hier so kreuz und quer und zickzack laufen. Ja, interessant. Auf jeden Fall kommt das in den Ausgaben 28, 29 und in der 30, hier seht ihr schon, das sind Bremsscheiben. Wir bauen nämlich die Hinterachse zusammen. Also wir werden uns jetzt um den Bau des hinteren Radaufhängung, sag ich mal, da werden wir uns dann demnächst in der Abo-Ausgabe 9 beziehungsweise ab Ausgabe 30 dann drum kümmern. Freut euch schon mal drauf. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Hoffe, dass es dann möglichst schnell mit dem nächsten Schwung weitergeht.
Ja, wenn euch dieses Video bzw. allgemein meine Videos gefallen, lasst gerne bei den Videos einen Daumen nach oben da, gerne auch bei diesem natürlich. Und ja, freuen würde ich mich natürlich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert und dann bekommt ihr auch direkt Nachricht, wenn neue Videos hier für meinen Kanal online gehen, egal ob für den Ecto One oder für meine anderen Projekte. Da würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr da bei meinen anderen Projekten auch einmal vorbeischaut und euch da, ja, hoffentlich gefallen euch da meine Videos natürlich genauso. Wie gesagt, bis es beim Ecto One jetzt weitergeht, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ich hoffe nicht wieder 4 Wochen, vielleicht auch ein bisschen kürzer, weil ich glaube, die Wartezeit zwischen der Auslieferung von Ausgabe 8 und 9 bei den Abonnenten war damals gar nicht mal so lange, 2 Wochen vielleicht. Vielleicht geht es schon schneller, aber ansonsten heißt es eben noch ein bisschen abwarten, bis die nächsten Ausgaben vom Ecto One dann online gestellt werden, die nächste Abo-Ausgabe, und dann werde ich natürlich so schnell es geht dann zuschlagen und euch mich dann mit neuen Bauteilen und euch mit neuen Videos dann versorgen können. Bis dahin, macht's gut, schaut bei meinen anderen Projekten vorbei und schon bald geht's dann weiter mit der Abo-Ausgabe 9 vom Ecto One bzw. den Einzelausgaben 27 bis 30. Bis dann noch ein paar wunderschöne sommerliche Tage und bis zum nächsten Mal.